Herzlich willkommen bei Holgers Grillen und Erlebnistouren. Ja, ich habe heute lange überlegt, mache ich überhaupt heute das YouTube-Video mit den Ribeye-Steaks oder nicht? Denn bei Rindersteaks grillen, ja, das geht immer recht fix dann am Schluss, weißt? Man grillt den Steak, ich sage jetzt einmal 15 Minuten, ja, also direkte Hitze und dann indirekte Hitze, insgesamt 15 Minuten, dann sind die Steaks fertig. Und da muss man sich ja aber auch alles, was ich immer grill, alles, was der Holger hier grillt, das essen wir ja dann im Anschluss. Und ich möchte ja dann nicht, dass wir kalte Rindersteaks haben. Deshalb, wenn ich immer Videos mit Rindersteak mache, muss ich mich dann immer richtig, richtig beeilen, dass dann am Schluss der Steak natürlich auch noch ziemlich warm, sag ich einmal, auf den Teller kommt. Ja? Und dann ja, legen wir einfach mal los. Hallo bei Holgers Grillen. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, dann zeige ich euch jetzt einmal alles aus der Nähe. So, da sind sie. Jedes hat ca. 300 Gramm. Sind so richtig schöne, große Prügel. Ja, 300 Gramm Ribeye Steak. Und ihr seht schon, ja, ich mache das heute auf dem Gasgrill. Ich habe so ziemlich viele Steaks auf dem Kugelgrill gegrillt. Da müsst ihr dann einfach eingeben, Holgers Grillen, Rindersteaks, und dann kommen die ganzen Videos mit Rindersteak. Wenn ich mir Rindersteaks auf dem Kugelgrill gemacht habe, habe ich hier hinten meine direkte Hitze, wo ich dann die Steaks kurz angrill, scharf angrill, und dann ziehe ich sie nach vorne in die indirekte Zone. Das könnt ihr aber alles auf meinem YouTube-Kanal gerne mal anschauen. Und hier auf dem Gasgrill, ja, da habe ich jetzt den Sear Great Einsatz. Der macht dann ein schönes Grillmuster für die Steaks. Hier machen wir jetzt alle Brenner auf volle Bulle und lassen das dann einmal so 15 bis 20 Minuten aufheizen. Dafür muss ich natürlich schnell einmal abräumen. Und ihr seht schon, hier habe ich den, ja, Rainbow Pepper. Der ist von Locoma. Den tue ich hier sehr gerne immer für Rindersteaks verwenden, weil er richtig, richtig lecker ist. Den hat eine Grillfreundin mit ihrer Freundin zusammen entwickelt, und Locoma hat es hergestellt, genauso wie Locoma natürlich auch für mich, für Holger Gewürze herstellt. Aber ihr wisst ja, der Holger verlinkt euch ja immer seine Gewürze und Locoma Gewürze mit unter seinen Videos. So, die Steaks, die lege ich jetzt hier in die Sicherheitszone. Denn ja, der Holger hat ja Raubtiere immer hier, ja. So, alle Brenner, volle Bulle. Dann heizen wir jetzt einmal kräftig den Grill auf. Prost! Ja, nach knapp 10 Minuten ist das Deckelthermometer schon auf Anschlag. Moment. Oh, schaut's. Bis runter. Also, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, wie heiß es wird. Das geht ungefähr bis daher. Moment. Bis daher wird es noch gehen. Das geht schon noch bis daher. Und dann ist Schluss. Also weiter geht es nicht. Ja, da kann man jetzt nur schätzen, dass das dann vielleicht so Richtung 400 Grad geht. Ja. Aber tja, wie schon gesagt, das kann man nur schätzen. Mit anderen Worten, der Grill ist bereit zum Grillen. Deckel auf. Steak drauf. Hier muss ich ja jetzt bei meinem Einsatz, muss ich ja nicht die Steaks auf 10 Uhr, 14 Uhr, das ist ja ein schönes Grillmuster kriegen. Das kriegt man hier schon automatisch. Das heißt, ich lasse jetzt circa so 1,5 Minuten hier liegen. Und dann drehe ich die rum auf die andere Seite. Ich mache aber dazu jetzt den Deckel, ja, halbe Minute ist er schon fast rum, den Deckel jetzt eine Minute mal kurz zu. So, jawohl, da steigen die Flammen auf, ja, sieht schön aus, gell? Lecker. Dann drehen wir die jetzt mal rum, komplett.
Sehr schön. Sehr schön. Moment. Ja, so schaut es jetzt auf der Seite aus. Schau da mal. Lecker, lecker. Wow. Ja, und wenn man dann vor jeder Seite circa 1,5 bis 2 Minuten gegrillt hat, dann mache ich immer das so, ich mache dann die Gasflasche einfach zu. Gasflasche zu, da sind die Brenner aus. Dann mache ich den Deckel auf. Drehe die Steg noch einmal rum. Und lass die jetzt einfach bei indirekter Hitze ca. 10 bis 12 Minuten ziehen. Ihr seht so, die Temperatur geht jetzt ziemlich schnell dann runter, wenn die Brenner aus sind. Ja. Und so sind sie dann bei indirekter Hitze, können sie dann noch einmal schön sich entspannen und ausruhen. Und aus der Nähe schauen sie dann so aus, die Steg. Schöne Grillmuster. Also mir gefällt es. Schaut's gut aus, gell? Ja, so 8-9 Minuten sind rum. So genau habe ich gar nicht auf die Uhr geschaut. Ich mache das immer noch Getränk, noch Gefühl. Ja, wir tun jetzt einmal einen Steg raus. So, und schneiden nochmal auf. Oh, schön, 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 schön. So. Ja, das sieht richtig, richtig hervorragend aus. Wir gehen einmal näher hin. So, kommt einmal mit. Wow, 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 wow. So, da machen wir jetzt einmal einen Schnitt. So, ich hoffe, ihr seht es jetzt recht gut. Ihr sitzt jetzt in der ersten Reihe. Wir schneiden da jetzt einmal einfach durch. Oh, wow, 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 wow. Schau da mal. Moment. Oh ja. Oh ja, schau da mal. Das schaut gut aus, gell? Das sieht gut aus. Guck da mal. Oi, 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 oi. Lecker, lecker, lecker. Ich probiere schnell für euch. Moment. Und weil ich ein lieber guter Kerl bin, probiere ich für euch jetzt natürlich das Steak. Ja. Und noch ist es schön heiß. Deshalb muss ich mich jetzt ein wenig beeilen. Butterweich. Der geht auf der Zunge. Also das ist echt Weltklasse lecker. Ja, aber Rindersteg grillen. Warte, ich tue es noch schnell. Ein Minuten mit Nei. Rindersteg grillen ist schon fast immer ein bisschen langweilig, weil es dauert nicht lang. Aber dafür hat man dann auch verdammt leckeres Fleisch, ein verdammt leckeres Essen. Ja, und den Holger bleibt jetzt nichts anderes übrig, als schnell die Steaks zu servieren und sich bei euch zu verabschieden. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen und würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal bei mir wieder dabei seid. Und deshalb sage ich jetzt Tschüss und Servus, euer Holger. Ich mache dann noch ein paar Bilder, okay? Tschüss!